Hallo, YouTube, hier ist wieder Liberty Minecraft und diesmal fangen wir mal ein neues Let's Play an! Das heißt Terraria! Und, ja, und... Schrei nicht so rum! Ja, aua. Können wir uns gegenseitig hitten? Also, nee, also wir können es ja machen, also... Nein, lass mich reden! Also... Der blaue Mini-Kicken ist, der nicht, der kein Planer von Terraria. Ja, also, der hat erst gerade ich sag schon Minecraft hier, Terraria erst gerade geholt. Ich bin jedenfalls so der kleine Stüpsi, der ihn etwas beibringt und seine Windeln wechselt und ja. Leck mich. Also, ja. Womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an, eine Gruppe zu bilden. Dass wir uns gegenseitig sehen. Aber pass auf. Wo geht's hier hin? Ich sehe nichts. Komm wieder raus. Also, drück mal Escape. Ja. Dann siehst du ganz oben rechts solche paar Schilder und drück mal auf das Grüne. So, jetzt sehen wir uns erstmal. Ja, tada! Genau aus dem Bild raus, so. Ja, ja, dann siehst du auch auf die Entfernung und was. Da kommt alles. Der kleine Typ. Ja, das ist der Guide. Der sagt an, was du aus einigen Sachen craften kannst und da gibt auch, wenn du auf Help drückst, einige, kann man sagen, nicht interessante Sachen. Und weiß nicht alles. Schade. Naja, wir können erstmal gucken, wo wir unser Haus bauen und ja, erstmal los hier. Aua, ach, da war ja was. Komm her. Aua. Nimm mal die Spitzhacke, das macht so ein Roundabout-Schaden. Wie so ein Rundumschlag. Oder eine Axt ist auch gut. Womit? Erstens am Anfang, es gibt eine Möglichkeit, das Pilz zum Heilen. Hast du hier so einen Pilz? Da kommen wir nicht hoch. Ja, da musst du eben Teil ausbauen, warte. Das, was du gerade abbaust, ist Eisen. Ehrlich? Hast du eigentlich auf Englisch gestellt oder auf Deutsch? Ja, ich hab's Englisch. Ah, sauber. Gut. Da. Holy shit. Ja! Aua. Geh nicht recken, ne? Ach, das Leben fühlt sich gar nicht auf mehr. Das dauert ein bisschen immer. Wie hast du es da hochgeschafft? Hochgesprungen. So, jetzt kannst du hochspringen. So, hier die Phasen, die spawnen randomly und dann kannst du einige Sachen rauskriegen. Boah. Wie leuchtet sich der Weg eigentlich frei? Das ist nämlich so gut hier. Ja, du musst erstmal Fackeln finden oder beziehungsweise hier craften. Die kannst du aus ein bisschen Holz und Gel machen, was du auch von den Slimes kriegst. Big Catch. Warte. Ich hack mal hier so einen Baum ab. Ich komm hier nicht lang. Das sind so Nano-Blöcke hier, oder was? Ja, das sind ganz kleine Blöcke und die Welt ist riesengroß, auch in die Tiefe. Also, das ist nicht wie Minecraft, dass 64 runtergeht und Schluss ist. Nee. Es geht bis zu 3000 Blöcke runter. Hast du Fackel? Oh, wie machen wir? Ja, warte. Lol. So, ich hab Fackeln. Warte, ich geb dir mal ein paar Fackeln, wenn es geht. Ich hab doch Fackeln. Irgendwie hab ich Fackeln. So. Da hab ich irgendwie so. Ah, genau. Ja, wenn du gerade hier am Werken bist, kannst du einfach Shift gedrückt halten, dann hältst du die automatisch dann die Fackel wieder in der Hand. Also, du kannst ruhig dabei die Spitzhacke ausgewählt haben, kannst Shift drücken und dann hast du sofort die in der Hand. Was du an den Coins da kriegst, die kannst du auch später für einige NPCs verwenden. Also, wir können nachher ein paar NPCs anschaffen. Da kommen, wir kriegen Besuch. Alter, wie viele? Aua. Nee, schlechte Idee. Aber wir können auch das Eisen auch hier mitnehmen. Ja, aber wieso hat er... Nee, keine Ahnung. Was denn? Ah, nix. Ja. Stirb, du trägst. Wir können es. So. Können wir langsam mal gucken, wo wir unser Haus bauen, weil es wird schon... Geht so langsam in den Nachmittag hinein. Die Blöcke die ganze Zeit hier. So. Ah, um den Block noch weghauen. So. Nein!
Da oben ist ein Baum. Warte. So. So, gucken, wo wir eine schöne gerade Fläche kriegen. Ja, oder hackt. Nein, hier drüben sind größere Bäume, da kriegst du mehr Holz raus. Riesenbäume. Ui. Ah! Hier können wir auch, glaube ich, auch unser Haus bauen, wenn wir hier die ganzen Bäume abfällen. Oha, hier ist eine ganz schön tiefe Schlucht. Na egal, wir hacken ja erstmal Holz, ja. Bam, 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 bam. Holy shit. Die Soundeffekte. Daran, 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 daran. Wie viel Holz man rauskriegt. Überlebst du es da hinten? Komm her! Nicht mit mir, sage ich da nur. Bam. Oh, da, das ist auch ein Cave hier. Na, der ist ein bisschen stärker. Der hält, glaube ich, ein oder zwei Schläge mehr aus. Der hat Bishop hier, der. Der hat 25 und die Grünen haben, glaube ich, nur 20. Oder lass mich kurz gucken. Ja, Greenside hat sogar nur 14. Also 14, guck mal, ganz einfach. Ich stehe hier und hau nur. Ah, aber gleich kommen Zombies, die sind ein bisschen heftiger. Wie viel halten die denn aus, Mann? Ja, glaube ich das Doppelte, ja. Das Doppelte, ja, das Doppelte? Doppelte, okay, ich bin gerade nicht so viel. Ah, jetzt. Und der eine muss jetzt auch gleich drauf gehen. Bam. So, mach erstmal hier oben eine ebene Fläche. Na, kommst du her? Oh, ihr beide bleibst du bei diesen Mikroblöcken da stehen, ey. Ja, es gibt sowieso bald das 1.2 Update, wo ich mich richtig drauf freue, weil da kannst du über ein hohe Block rüber, einfach rüberlaufen. So. So. Wir machen erstmal hier nochmal 35 Dirt. So. Ich baue ja schon mal den Holzboden rein. Ja, wir bleiben mal lieber auf der Ebene hier. Das heißt, wir bauen ja schon mal den Holzboden hin. Tipp, 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 wie das aussieht, Alter. Aber auch sieht auch ein bisschen schöner. So. Ups. Ah. Kannst du auch sogar Fackeln an die Bäume ransetzen, das ist voll chillig. Wie platziere ich so beispielsweise jetzt den Boden hier? Einfach den Block in die Hand nehmen und dann einfach so hin klatschen, genau. Wir bauen erstmal schon hier unsere Werkbank. Da ist grün drunter, so. Sieht irgendwie doof aus, oder? Ja, das kann man mit der Spitzhacke mit einem Schlag auf die, mit der Spitzhacke drauf und dann gehen die weg. Ja, das ist so übriges Gras, was im Boden wächst. So, jetzt haben wir hier, wenn du jetzt in der Nähe der Workbench stehst, hast du auch, wenn du jetzt Escape drückst, links die Leiste, das ist die Crafting-Leiste. Die kannst du scrollen, nach oben, wo jetzt? Links. Also, du drückst Escape, links, da siehst du so eine einbreite Leiste und achso, das scrollen. Zeigt genau an, was du craften kannst mit deinem vorhandenen Inventar. Genau. Ah, jetzt kannst du eine Tür machen und weiß es nicht alles. Zum Beispiel, ich mache erstmal hier Holzwände, damit wir so hinten so einen lustigen Holz kann ich gar nicht, haben. Weiß ich nicht. Ja, ja, das, die sehen aus wie Blöcke, aber die kriegst du mal 4. Das ist jetzt eine Wand. Das ist eine Wand, das ist sozusagen Hintergrund. Weil sehr doof aus, wenn du ein Haus baust und dahinter Wälder sind. Weil ich baue erstmal auch dir mal das Wooden Broadsword, also das Holzbreitschwert. Das ist hier diesen Holzpicker da, also das Kupferschwert, da hast du hier so ein. Lol, wieso ist das so klein? Wooden Hammer? Hä, welches ja, denn? Ja! Wooden Swoop? Oder? Das Wooden Sword. Wooden Sword. Ja. Und ich habe das Tiny Wooden Sword. Also, das kann manchmal sein. Du kannst. Wie crafte ich mir das, indem ich das nehme und oben hinziehe? Einfach mal einmal draufdrücken. Hä? Ja, ich hab das jetzt. Und jetzt, Ja, kannst du oben dein Inventar ziehen. Und anstatt das Kupferschwert nehmen. Also Kupferstechschwert. Das ist das ja. Jetzt. Guck mal hier, jetzt. Ich hab so ein scheiß kleines Schwert. Weil, es ist so eine Glückssache. Wenn du was craftest, kannst du jetzt mit deinem Cursor auf die Werkzeuge gucken. Dann siehst du manchmal unten in Rot oder in Grün positive Sachen. Zum Beispiel ist bei mir Größe minus 18%. Deswegen habe ich so ein kleines Kackschwert. Ja.
Guck mal auf deine Spitzhacke zum Beispiel, da müsste auch sein, also irgendwas Gutes sein oder Schlechtes sein. 35% Pickups? Nee, auf meiner Holzachse ist irgendwie 12% Seed. Oder sowas. Seed? Ja. S-I-Z-E, meinst du wahrscheinlich, ne? Das ist heiß, das ist die Größe. Das hier, guck mal, deswegen, guck mal, meinst du so normal groß, wenn du mit deiner Axt schlägst? Guck mal, wie groß das fucking Teil ist. Da hast du eben halt eine weitere Range. Und jetzt, rechts kommt schon der erste Zombie. Und der ist aber runtergefallen. Ich hab Angst. Dann beleuchten wir mal lieber ein bisschen besser. Ich sag mal. Scheiß auf, Feststelltaste, ne? Wenn man öfter seine Fackel rausholt. Achso. Das ist so ein Kuppelgeräusch. Wo brauchst du hier unser Hall? Der backt da voll ab, haha. Der kommt nicht rüber. Holt jetzt Anlauf? Oder rennt er weg wie ein kleines Bobby? Haha, haha. Nicht, der bummert da die Wand ab. Nicht genehmigt. Nee. Oh, da kommt wieder rüber. Oh nein, da kommt rüber. Hab ich ein Hütchen auf? Wie hast du nicht? Ah nee, das ist mein Pfeil. Gott sei Dank. Aua. Der macht ganz schön ordentlich Schaden. Das war's fast, ne? Oh fuck. Da passe ich noch nicht durch. So, jetzt. So, jetzt brauchen wir erstmal hier zwei Türen. Oben von rechts kommt auch noch einer. Links. Ich mach jetzt mal lieber hier Türen rein. So. So. Wie öffne ich die jetzt? Rechtsklick. Einfach auf die Tür rechtsklick. Passiert nichts. Müsste eigentlich, oder? Du weißt schon, du musst ein bisschen. Ach, wegen der Fackel hier hinter. So, jetzt. Ah. Ja, weil, wenn irgendwas hintersteht, dann geht die Tür nicht auf. Sind wir schon mal sicher. Aber noch irgendwie dunkel hier. Ja, kannst du beleuchten, wenn du willst. Oh, der nächste Zombie kommt. Ich will euch. Wie setze ich die Fackel jetzt? Einfach auf den Boden kannst du sie setzen. In die Wand kannst du sie nicht. Ah, guck mal, klopft ein Zombie. Wie setze ich die auf den Boden? Ja, einfach, so über den Boden oder über den Block einfach. Ah, so. Aha. Ich bin ja im Craften hier. Ein paar mehr Holzwände, so. ich hab schon mal die Wand höher gemacht, weil sonst könnte die rüberspringen. Wie das aussieht, Mann. Boom! Alter, das überlebt man? Wenn man so tief fällt? Ja, also die Viecher kriegen keinen Schaden, also kein Volldamage. Wir schon, aber die nicht. Deswegen die Nein. Da. Ich mach dir auch gleich. Komm her. Muckst du? Komm ich da? Auf den Block schaffen. So, bauen wir erstmal unser erstes Stockwerk hier. Sieht total lustig aus. Oh, da links, guck mal. Da war was Lustiges. Komm mit. Ja, dieser Stern da. Die tauchen nur in der Nacht auf und das sind Fallen Stars. Wenn du 10 Stück hast, kannst du daraus einen Mana Crystal erstellen. Und die kannst du nachher für magische Sachen nachher gut benutzen. Wer soll den jetzt einsammeln? Du kannst ruhig haben, wenn du willst. Also, ich benötige ja noch kein Mana. Also wenn du 10 Stück hast, kannst du so einen Mana-Star craften. Den kannst du inhalieren, dann hast du oben rechts neben deiner Energieleiste so eine Sternleiste und das ist dein Mana. Wie crafte ich Fackeln? Einfach ins Inventar gehen, dann kannst du so einfach craften, so im Inventar, im losen Inventar. Was fliegt? Oh, da kommt, das ist ein fliegendes Auge, pass auf. Die machen auch verdammt viel. Ja, genau. Oh, guck mal, wie klein das scheiß Schwert ist. Sicherheit. Escape, Fackeln, da kann man ja mit Maus... Boah, ich hab mehr Damage drauf. Na okay, eins ist ein bisschen scheiße. Ja! Also. Jetzt kann man endlich so chillig durchgehen. Das Auge geht da immer noch ab, ne? Naja, also pass auf. Das macht auch ein bisschen mehr Schaden. Das hat glaube ich 60 Life oder so. Komm her! Ja, 60. Komm her! Warte, ich mach mal schnell einen Bogen. Aber 16 Schaden.
Naja, das Ding macht richtig viel Schaden.